Willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir waren hier stehen geblieben im Garten von Human Kite, nachdem wir den anderen Kyle, also den alternativen Human Kite, erneut besiegt haben und auch Tante Sheila. Nun, wie kommen wir jetzt an diesen verlorenen Drachen heran? Damit markiere das, um es zu analysieren. Ungültiger Verbündeter. Moment. Hä? Benutz L, um auf das Windrädchen zu zielen. Ja, und dann? Achso. Also ich brauche Human Kite dafür. Übereinstimmung. Oh, hey! Klasse Idee! Keine Ahnung, was ihr für eine Idee habt, aber macht halt einfach mal. Furzkur. Mach mal die Augen dabei zu, oder so. Daneben! Versuchen wir es nochmal! Ich war nicht drauf vorbereitet. Y. Furzkur! Ja, Mann. Ja. Der helle Wahnsinn. Dein Arsch steckt voller Überraschungen. Krass, was? Cousin Kyles Drachen, wichtiger Gegenstand. Wir haben's geschafft. Jetzt muss Mom nicht mehr sauer sein. Komm ich da runter? Hilfe! Auf dieselbe Art und Weise, was? Wow, wow! Jeha! Ich nenne es Furzkuh! Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkuh schaffen wir es hinauf! Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen! Verbündetenkraft Furzkuh. Aha! Es ist kein Problem, als Junge ein bisschen feminin auszusehen. Bleib dir selbst treu! Was? War das eine Anspielung? Nun, ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen. Ich habe mal Angst, dass ich wirklich im Spiel irgendwo stecken bleibe und nicht auf die Lösung komme, weil es doch einige Optionen gibt, ne? Das brennt jetzt vielleicht kurz, Bubele. Au, soll das so kribbeln, Tante Sheila? Es brennt nicht nur, es kribbelt auch. So weiß man, dass es wirkt. Oh, ouch, ouch. Schau, Bubele, sie haben deinen Drachen runtergeholt. Ja, ich kann wieder fliegen. Sei der größere Superheld, Cousin Kyle, und vergib unserem neuen Nachbarn. Warum macht ihr zwei nicht ein schönes Foto zusammen? Ja, das sollten wir tun. Selfie! Okay, ich vergebe dir. Sag, Human Kyle aus einem alternativen Universum! Human Kyle aus einem anderen ultimativen... Nee, alternativen Universum! Wuhu! Kyle Schwarz. Der heißt Schwarz mit Nachnamen. Oh, super! Bis später, Coolstagram-Kumpel! Krieg ich jetzt Hate, weil ich mit dem befreundet bin, quasi. Na gut. Wir haben ja noch eine Quest. Im Keller von... Nee, das war im Keller von Cartman. Bei Jimmy hängt Classy ab. Die brauchen wir, um Scrambles zu finden. Hier, Meets, Meets. Komm, Meetsy. Allerdings... Was ist los? Hast du dich eingeschätzt? Ihre Medizin. Geh mal Windeln wechseln. Mal kurz gucken. Wie kommen wir denn zu... Madison Fried Chicken. Nee. Kentucky Madison. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. So, Uno Momento. Das befand sich. Papa, hilf mir! Befand sich. Sprich mit Craig and Tweaks Café. Warum? Ich könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Man bleibt da einfach mal auf, du Karte! Das ist direkt hinter mir, ne? Ich hätte dort eine Abkürzung. Mom, Wunderarsch hat zu tun, halt die Klappe. Ich komme gar nicht dazu, das alles zu lesen, was da hinten steht. Warte, durch die Gasse hieß es. Meinen die hier? Oh, verdammt. Uns anzugreifen war echt ein großer Fehler. Erneut gegen die Raisins Girls? Oh wow, ihr Kleinen scheint cool zu sein. Schade, dass wir euch vermöbeln müssen. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings gegen 5. Ist ja prickelnd. Ich kann aber viele in einer Reihe treffen. Das wäre vielleicht bei euch angebracht. Kamehameha! Das hast du jetzt gerade nicht wirklich gemacht. Wer hat hier eine Tracht Zügel bestellt? Dammit! Du bist aus der Friendzone geflogen. Ich habe übrigens voll in dein Essen gespuckt.
Aber wenn ich aus der Friendzone rausfliege, ist es doch was Gutes im Endeffekt. Also für mich. Okay, ihr bekommt so einen ab. Bam! Das rockte. Die sind ziemlich schwach. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die Nu-Tights tragen müssen. Hat mir meine Mom beigebracht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, ich weiß nicht. Das Kämpfen passt nicht zu denen. Eine ganz neue Seite der Raisins Girls. Ich hätte ihr als, naja, wehrlos abgestempelt. Aber na gut, man braucht auch Gegner in diesem Spiel, ne? Oh mein Gott, das wird so ein Spaß! Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet, ihr Schweine! Apropos, wo steckt ihr denn? Kenny und vor allem Stan sehen wir echt selten im Spiel. Das ist Teil meiner Missfall-Choreo. Und ich dachte, man muss sich wieder entscheiden. Team Coon oder Team Mysterion? Leider habe ich nicht so die krassen Moves auf Lager wie die anderen. Wie viel Energie hast du und wie viel hast du? Vielleicht sollte ich dich erstmal kalt machen und dann... habe ich mehr davon! Oh mein Gott, unter Strom stehen ist voll kacke! Warum? Kannst du dich damit aus? Tja. Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? So, und du bist die Letzte. Ultimativkraft. Kriegst aber volle Müll ab, ne? Geht auch so, obwohl es noch weiter weg reicht, ja. Möge der Cyborg mit mir sein! Bescheidene Munitionssalve. Tut mir fast schon ein bisschen leid, aber ihr habt mich auf dem... in einem Gästchen irgendwie angegriffen. Du hast mich mit den angelegt. Du denkst echt, du bist ein harter Hund. Zeit dir jemanden vorzustellen. Sag hallo, Rebecca. Ich hau euch klein und stopf dich mir in den Arsch. Was wird das, Rebecca? Ich stopf gleich jemand an einen dunklen, stinkenden Ort. Und ich dachte, ich hätte es geschafft. Oh no, ich bin so gut wie tot. Du hast dich mit den falschen Raisins angelegt. Schnappt sie euch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Mein Instagram-Foto vom Ballettkurs hat 1000 Dislikes bekommen. Ich werd voll getrollt. Dislikes? Auf was? Kinder? Auf Insta? Warum hast du getweetet, dass ich mit Eric Cartman ausgehe? Hab ich nicht! Mann, jetzt werde ich auch noch vollgetrollt! So eine Scheiße, meine ganzen Follower sind futsch! Ich muss sofort an den Computer! So eine Scheiße! Hä? Hallo Neues! Keine Sorge, ich kündige all ihre Instagram-Freundschaften. Die sind wir erstmal los. Vorsicht beim Superheld-Spielen. Da kann man sich eine Menge Feinde machen. Wendy? Manche Jungs glauben, Mädchen sind keine guten Superhelden. Naja, du weißt ja, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Haben dich deswegen deine Eltern versteckt? Weil dein Geschlecht in keine Norm passt? Du hütest deine Geheimnisse, hä? Okay, hör zu, du hast ein Riesenproblem. Was du gestern getan hast, hat Aufmerksamkeit erregt. Bei fiesen Typen. Es gibt einen Gangsterboss, der hier in South Park das Sagen hat und der will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Deine Aktion gestern hat ihn aufgeschreckt. Ich checke ständig Instagram und Facebook und gleiche alles mit Tumblr ab. Und ich habe Twitter und LinkedIn im Auge. Wenn du Informationen brauchst, du weißt, auf wen du dich verlassen kannst. Call Girl. Pass auf dich auf, Geschlechtsloser! Interessant. Ich dachte, es wird ein richtig harter Kampf gegen diese Rebecca. Ich wollte mich heilen als nächstes. Aber war das storybedingt, dass man knapp überlebt, oder? Hä? So, Call Girl! Gab's die schon in der Serie? Die kam mir gerade äußerst unbekannt vor. Wurde die neu entworfen? Kann sein, weiß ich aber einfach nicht. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd hier. Habe ich immer noch so wenig Energie, oder? Benutze die Gasse. So, 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 so. Und hier links müssten wir dann doch gleich da sein, oder? Urlaubspostkarte Schrott. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Alles gut, Schwarzenegger. Pech für dich. Minderjährige dürfen da nicht rein. Morgan Freeman. Erzähl mir mehr. Aber du bist ja kein gewöhnlicher Minderjähriger. Nein. Sondern? Hä? Der Sache trau ich nicht, aber ich gehe mal hin und, naja. Käse-Schrimparito-Rezept. Finde die Zutaten. Tortilla, City-Schrimps,
Mach dir keine Sorgen, das Sicherheitssystem, Wunderarsch. Ich bin mir zu 60% sicher, dass es nur lackierte, was... Was auch immer. Crafting. Zeig mal her. Missions. Okay. Ich brauche weitere Zutaten, aber wo kriege ich denn her? Vor allen Dingen kann ich... Doch, hier Komponenten. Skeeters dachgereifter Käse, superscharfe City-Shrimps. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so 100 pro. Für die Shrimps sollte ich wahrscheinlich in den Asia-Bereich gehen. Wo steckt der denn genau? Bekommen wir denn Tipps? Mission auf der Karte anzeigen. Nein, es wird nur angezeigt. Medicinal Fried Chicken. Huh. Finde Skeeters dachgereiften Käse. Superscharfe City Shrimps. Der Punkt ist, ne? Wo sind denn die Asiaten? Die waren doch hier bei der South Park Mall. Oder etwa nicht? Haben sie mich jetzt ein bisschen im Regen stehen lassen, weil ich nicht weiß, wo es die gibt. Peppermint Hippo? Weinbar. Lass mich überlegen. Let me überlegen. Shrimps. Skeeter. Wer oder was ist Skeeter? Kenny's House, coming soon, use store. Da kann ich überall nicht hin. Ich glaube, der ganze Bereich hier, der war ja in Stab der Wahrheit und den lassen sie diesmal weg, oder was? Kann sein. Tweak Brothers. Da gibt's Kaffee. Die Tacos, da wird es schon nicht sein, wenn er das sagt. Sloppy. Ach du schon, ne? Ich werde ein bisschen was abklappern. Was hilft's? Ich bin ja kein Alleswisser. Skeeter. Hier ganz weit dran vorbei. Also der Schimmelkäse und Shrimps. Aber wer bietet Käse an? Ah, hier kann... Ich krieg auf die Fresse! Schon gut. Dann gehe ich halt da nicht lang. Das wäre sowieso angepackt, wenn wir so den einen oder anderen Laden mal abklappern. So habe ich mich früher gefühlt an der Spielhalle. Wo meine Oma wohnt, ist eine Spielhalle in der Straße. Da habe ich halt immer als kleiner Markus mit großen Augen geschworen, dass ich, wenn ich 18 bin, dahin gehe. Tja, jetzt bin ich 28 und es kam noch nicht dazu. Und ich habe es auch nicht vor. Hier kommen ja ein paar Läden. Ja, Tom's Rhino Blast. Ist das der furzende Selbstjustizler? Wer weiß, vielleicht passiert doch einfach was. Da kommst du nie rein, super Blödi. Was ist das für ein Gebäude? Ja, vielleicht gibt's bei dir ja irgendwie Hinweise. Hallo Morgen Freeman. Ich hab heute neues Zeug. Kauf es, solange es heiß ist, dann kannst du es später kalt essen. Er hat noch mehr Rezepte. Käsestick. Aber nicht, was wir brauchen, oder? Den Tortilla brauchen wir, aber den... Bis dann. Den haben wir schon. Die einzige Komponente, die wir haben. Vielleicht gucke ich doch mal bei Tweak vorbei. Die verkaufen zwar Kaffee, aber... Drive Along 3. Heute wollen wir richtig den Superhelden nicht schon wieder out? Geht. Hey, Craig. So einfach kommst du nicht davon. Ich hab diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat noch meinen Laptop. Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Craigs Nachricht an Tweak. Hol ja, dein Laptop von diesem Teller zurück. Erst fanden sie es uncool und dann waren sie doch irgendwie kurz zusammen. Naja, ich sag mal so, viele behaupten ja, bevor man das 18. Lebensjahr beendet hat, ist man sich seiner
sexuellen Orientierung nicht sicher. Ja, also, ich glaube, was eine Möglichkeit sein kann, wir müssen diese anderen Quests beenden und bekommen dann die nötigen Items, um da reinzukommen zu Classic. Bisschen komplex, aber geht wohl klar. Was kann ich für dich tun? Was habt ihr denn zum Kaufen? Hast du unsere Saisonkarte gesehen? So gut wie dein Lieblingsflanellhemd, aber brandneu. Komm jederzeit vorbei. Wir kann ich ein Selfie machen? Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Dann kaufe ich was. Wir verkaufen mehr als nur hausgebrauten Kaffee. Verbessertes Gegengiftrezept? Ein Artefakt? Moment. Leider habe ich gar nicht so viel Geld. Sehr gute Muffin. Wahl. Es war mir ein Vergnügen. Jetzt können wir ihn noch... Nein? Aber gerne, kleiner Kunde. Läuft. Ist in Ordnung. Mr. Tweak. Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. So, ein bisschen looten hier. Sonst war nichts bislang. Er ist halt hyperaktiv durch den ganzen die Geschmackstests. Kaffee. Es schmeckt kein Unterschied mehr. Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Der Ärmste. Und wir wissen auch, warum er so hyperaktiv ist, ne? Was ist das? Rück meinen Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel! Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Oh Mann, ich hasse es, so ein Botenjunge zu sein. Allgemein gesagt. Er hat kein Recht, irgendwas von mir zu fordern. Damit geht was ab. Damit auch. Haha! Aber ich komme nicht hin. Irgendwie. Das glänzt total, aber was soll ich machen? Als ob. Übereinstimmung. Das heißt, was geschieht jetzt? Raff ich nicht so ganz? Ich komme da aber nicht hin. Ist mein Problem. Keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommis, wenn ihr da mehr wisst. Ich werde jetzt erstmal Craig die Antwort übergeben. Halleluja. Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Ey, Mann, das ist jetzt auch schon wieder gar nicht mehr so nah. Chaos bestraft seine Feinde. Dann so einfach kommst du nicht davon. Muss ich wohl los, ne? Hilft dir alles nichts. Es scheint heute eher so ein... Der letzte Part war ein Kampfpart. Und der Part... Kann ich mit der Katze machen? Hallo? Nein. Ja, und heute müssen wir rumlaufen. Wie verrückt. So kann sich das Spiel auch ein bisschen... Justizler haben wir was, an das wir glauben können. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen! Müssen wir ein bisschen gegen die Chaos-Leute kämpfen. Tust aber trotzdem nicht. Das war Jimmy und jetzt weiß ich schon nicht mehr, wer hier wohnt. Könnte Craig gewesen sein. Ach nee, oh, Henrietta. Also bitte. Notronezone. Ich glaube, hier bin ich richtig, aber du wolltest doch diese Bilder. Craig tut mir so leid. Hoffentlich vertragen er und Tweak sich bald wieder. Das hat sich wohl automatisch erledigt. Stripe, wo bist du?
Das Tribe ist im Schlafzimmer. Also glaubt, ich lasse ihn die ganze Zeit im Keller, ich bin doch kein Monster. Und vor allen Dingen, er riecht das, er weiß das durch Telepathie, dass ich in den Keller gegangen bin. Falsch. Moment, da waren Zune. Hallo, oder? Nö. Die habe ich auch schon gelootet. Na, und ich dachte schon. Auch falsch. Oh nein, der macht irgendeinen Unsinn. Er knabbert sich hier durch. Was ist denn der Käfig? Gut, Meerschweinchen kann man durchaus mal durchs Zimmer laufen lassen. Hamster nicht so. Aber die Viecher sind halt auch ziemlich scheu, ne? Was ist denn damit? Nehmen. Modellraumschiffteile. Entschuldigung. Es hat in der Tat geholfen. Ich könnte es eigentlich schaffen. Mit Zeitfurzpause. Der Zeitfurz, aber. Erzähl mir doch mehr, liebes Spiel. Zeitfurz, Pause. So ein Hickhack momentan. Das ist schön. Dann erzähl mir doch, wie es geht. Also. Klitsche den. Ja, aber das hat mit dir doch nichts zu tun. Vor allem, ich würde ihn kriegen. Aber die wollen irgendwas. Mit Zeitfurzpause kannst du Kreaturen fangen, die sich schnell bewegen. Also, entweder ich habe hier schon wieder irgendwas vergessen. Das denke ich. Ich krieg einfach nur gesagt, du kannst es, aber ich weiß nicht wie. Also muss ich kurz nachschauen. Aha. Ja, natürlich. Das weiß ich ja. Also das Spiel hätte man schon durchaus sagen können, ja, Zeitfurzpause, aber hast du halt noch nicht, ne? Und so bin ich am Rätseln. Okay. Klar, die Tacos oder die, wie soll ich sagen? Ich glaube... Was Morgan Freeman mir gibt, das bringt die krassen großen Fürze. Aber bislang hatten wir halt nur einen. Und deswegen hatte ich gar nicht damit gerechnet, dass es noch mehr gibt. So. Gibt es aber. Und naja, das ist halt das, was wir auch brauchen, um in den Laden reinzukommen. Das heißt, hier das können wir hier Fiat Chrysler. Im Moment noch gar nicht lösen. Was? Aliens Welcome? Was zum. Also suchen wir weiter nach den. Los. Das stimmt ja nicht. Und hier kann ich auch. Da! Das ist wohl eher angebracht. Du musst einen neuen Zeitfurz freischalten, um dieses Rätsel lösen zu können. Der Hinweis, der wäre treffender gewesen. So. Und wo finde ich die? Bin ich genauso nass wie vorher. Ich habe noch eine weitere Quest. Da hinten war ich noch nicht. Also Jimbo's Guns, da war ich doch noch gar nicht. Kirsche. Vor allem Skeeters Weinbar, natürlich. Alter, da macht's Klick. Ich komme da aber wahrscheinlich nicht hin wegen den Sechstklässlern, was? Oder Moment. Ach, Citybock. Dann aktiviere das hier mal.
Shippertown. Jimbo's Guns. Und bei Skeeter. Dein Kumpel Kyle hilft dir, hochgelegene Stellen wie ein Dach zu erreichen. Du musst ihn nur rufen. Warum? Das hier. Moment. Wenn wir nur wissen, wie das geht, nochmal. Scheinbar zu hoch. Oder meint er das? Oh, die meinen das hier. Ist doch kein Dach. Jungenkeit. Ach, ich muss hier hin. Komm, Mietis, ich hab Bock auf Pornos. Wo willst du hin, Pussy? Was ne Pussy? Alter, ich hab jetzt keinen Bock. Ich werde mir in der Weinbar das Zeug holen. Aber im nächsten Part, denn ich kann mir vorstellen, die Garnelen oder Shrimps waren's. Gibt's dann auch bei Citywalk. Aber mal sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir. Und bis dann und ciao!